Mensch, sagen Experten. Läuft bei ihr. Gesa Felicitas Krause war die schnellste und holte sich mal wieder Gold. Und? Aufgepasst! Was könnt ihr tun, damit euer Fahrrad nicht geklaut wird? Wir geben euch Profi-Tipps. Hallo bei Logo. Was vermisst ihr in den Ferien eigentlich an der Schule? Das Schulessen vermutlich eher nicht, oder? Das ist an vielen Schulen nämlich echt nicht gut. Fertigessen und oft nicht besonders gesund. Jetzt, wo das neue Schuljahr in manchen Bundesländern schon wieder angefangen hat, haben Experten darauf hingewiesen, dass sich in vielen Kantinen noch nichts verbessert hat. Wir haben mal bei einigen Schülern in Mainz nachgefragt, wie ihr Schulessen so ist. Also manchmal gibt es leckeres Essen, aber meistens ist es eigentlich ekelhaft. Es ist einfach nur eine Brühe mit ein bisschen Fleisch drauf und Nudeln, Platten. Und wie schmeckt das? Ist da manchmal zum Beispiel auch in den Nudeln total viel Fett drin oder sowas? Also das ist halt komplett eklig, seitdem wir halt so einen Caterer haben. Das schmeckt halt einfach gar nicht. Kaum Frisches, jede Menge Fettiges, Salziges und natürlich Süßes. Das kritisieren Experten, die sich mit dem Essen an Schulen und Kindergärten beschäftigen. Das Problem? Viele Schulen haben zwar eine Mensa, aber keine Küche, wo frisch gekocht werden kann. Das Essen wird geliefert, steht oft stundenlang in solchen Warmhalteboxen. Außerdem werden oft billige Zutaten wie zum Beispiel Fertigsoßen verwendet. Und das ist bei vielen Schulen so. Aber es geht auch anders. An dieser Schule in Aalen in Westfalen gibt es Selbstgekochtes. Die Gerichte werden hier tiefgefroren gelagert und fürs Mittagessen dann aufgewärmt. Außerdem gibt es eine Salatbar und eine Gemüsestation. Dafür müssen die Eltern zwar ein bisschen mehr Geld bezahlen, aber es lohnt sich offenbar. Den Schülern schmeckt's. Schulessen kann also auch gesund und lecker sein. Nur leider ist das noch viel zu selten der Fall. Und wie ist das Essen bei euch an der Schule so? Diskutiert doch mal mit bei uns auf logo.de und in den sozialen Netzwerken. Nein, das hier hat kein Kind geschrieben, sondern ich mit links. Ziemlich krakelig. Ich bin halt eigentlich Rechtshänderin und kann mit links fast nichts. Selbst Zähne putzen finde ich mit der linken Hand total kompliziert. Insgesamt gibt es mehr Rechtshänder, aber jeder Zehnte ist Linkshänder. Und die haben es manchmal echt schwerer. Daran soll der Linkshändertag heute erinnern. Scheren, Gitarren oder die Computermaus sind zum Beispiel oft für Rechtshänder gebaut. Aber warum hat sich das eigentlich so entwickelt? Erklären wir euch. In der Steinzeit wurde die linke Hand noch viel mehr benutzt als heute. Irgendwann haben die Menschen dann angefangen, die rechte Hand zu bevorzugen. Manche Forscher glauben, dass die Erfindung der Waffe dabei eine Rolle gespielt hat. Krieger bauten ihre Waffen meist für die rechte Hand. Wer friedlicher Absicht war, legte die Waffe nieder und reichte die rechte Hand zum Gruß. Bei den alten Griechen und in einigen Religionen wurde links als die böse oder unreine Seite bezeichnet. Deswegen wurden Linkshänder sogar verachtet und schlecht behandelt. Später, als die Menschen die ersten Maschinen erfanden, bauten sie sie für die Rechtshänder. Rechtshänder sein galt als normal. Wenn Linkshänder also in einer Fabrik arbeiten wollten, mussten sie umlernen. Auch in der Schule war das so. Kinder mussten mit der rechten Hand schreiben. Wer mit links schrieb, wurde früher sogar manchmal geschlagen. Heute gibt es das nicht mehr. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass es gar nicht gut für Linkshänder ist, sich umzugewöhnen. Man kann davon sogar krank werden. Inzwischen darf jeder mit der Hand schreiben, mit der er möchte. Und Linkshänder können sich viele Sachen kaufen, die extra für Linkshänder gemacht wurden. Gestern sind die ersten European Championships zu Ende gegangen. Die ersten Europameisterschaften in 7 Sportarten gleichzeitig. Und da hat das deutsche Team ganz schön abgeräumt. 13 Mal Gold, 17 Mal Silber und 23 Mal Bronze. Und gestern am späten Abend hat eine Deutsche sogar noch ihren EM-Titel von 2016 verteidigt. Gesa Felicitas Krause. Kurz vor dem Ziel des 3000 Meter Hindernislaufs grinste sie schon los. Den Titel konnte ihr da niemand mehr nehmen. Entscheidend für die alte und neue Europameisterin war der letzte Wassergraben. Dort zündete Krause ihren Turbo. Jetzt kommt die Attacke! Und weg ist sie! Und zwar sowas von weg mit großem Vorsprung zu Gold. Ich bin einfach mega happy und einfach diese Stimmung hier, das hat mich beflügelt und es war einfach genial.
Bei der 4x100 Meter Staffel der Frauen wollten diese vier Sprinterinnen auch unbedingt eine Medaille. Von Anfang an waren sie gut dabei, die Wechsel klappten und am Ende rannten sie auch aufs Siegerpodest. Platz 3, Bronze für Deutschland. Bei der Männerstaffel lief es nicht so gut. Ein Läufer rutschte weg, daraufhin stürzte auch sein Mannschaftskollege. Beide verletzten sich und mussten behandelt werden. Trotzdem, Team Deutschland holte insgesamt 53 Medaillen, landete damit auf Platz 5 im Vergleich zu den anderen Ländern. Viele schöne Momente bleiben in Erinnerung. Und wenn ihr noch mal genau wissen wollt, welche deutschen Sportler Gold geholt haben, dann guckt euch die Bildergalerie auf logo.de an. Unser nächstes Thema ist mir auch schon mal passiert. Super ärgerlich. Man geht aus dem Haus, will mit dem Rad fahren und es ist nicht da. Gut, im ersten Moment denkt man vielleicht, wo habe ich es hingestellt? Bin ich eigentlich blöd? Dann sucht man die Straße ab und irgendwann ist einem klar, man wird es nicht wiederfinden. Das Rad wurde geklaut. Und das, obwohl es sogar angeschlossen war. Das passiert gar nicht so selten. In Deutschland werden im Schnitt mehr als 800 Räder am Tag geklaut. Wir haben deshalb mal einen Experten getroffen, der uns Profi-Tipps gibt, wie man sein Fahrrad am besten sichert. Tipp 1. Ja, ich meine, das Sicherste ist natürlich, wenn das Fahrrad im Haus steht, im Treppenhaus, in der Garage, in der Wohnung oder im Keller. Das geht halt nicht immer, aber das ist natürlich der sicherste Ort. Tipp 2. Wenn man das Fahrrad aber doch draußen abschließen muss, wie? Das Sichere ist eben nicht das Abschließen, sondern das Anschließen. Denn das beste Schloss nützt nichts, wenn ich das Rad dann wegtragen kann. Sondern ich muss wirklich anschließen an einen stabilen Gegenstand durch den Rahmen. So, bestenfalls sogar noch durchs Vorderrad. Damit sind eigentlich schon so 90% aller Diebe sind damit vom Tisch und erledigt. Tipp 3. Dann muss es ein belebter Ort sein. Je belebter es ist, je besser ist es. Kein Dieb arbeitet gerne in der Öffentlichkeit. Und dann schließe ich das einfach sicher an und dann ist die Sache auch geritzt. Tipp 4. Die Schlossfrage. So viel Auswahl, aber welche sind sicher und welche nicht? Also, das hier sind wirklich dünne, leichte, billige Schlösser. Die kann man mit einer Nagelfeile knacken. Das geht wirklich so schnell. Das ist keine ernsthafte Sicherung für ein Fahrrad. Das fängt bei so Ketten an, wie wir sie hier haben. Die liegen so ab 50, 60 Euro. Da wird es dann sicher. Das U-Bügelschloss gilt somit als das sicherste. Geht so um die 100 Euro. Und die Dinger gibt es mittlerweile sogar auch als Hightech. Hier ist nämlich beispielsweise gar kein Schlüsselloch mehr. Das wird mit einer App angesteuert. Und hat auch eine GPS-Überwachung, das heißt satellitengesteuert, kann ich sehen, wo mein Fahrrad steht. Liegt so bei 200 Euro. Also Sicherheit fängt bei 60 Euro ungefähr an. Alles darunter kann man wirklich getrost weglassen. Wir müssen uns mal Fahrraddiebstahl klar machen. Sowas kommt dann aus dem Rucksack von einem Langfinger. Und dann ist auch klar, dass das hier kein Gegner ist. Das fängt einfach bei solchen Schlössern an. Vorher geht's einfach wie mit der Nagelschere schnipp, schnipp durch. Bonustipp. Eltern mögen das nicht gerne hören, aber ein dreckiges Fahrrad wird nicht so schnell geklaut wie ein blitzsauberes Fahrrad. Wichtig ist das, was man funktionssauber nennt. Also der Antrieb und die Bremsen sollten sauber und funktionstüchtig sein. Aber wenn das Rad ansonsten ein bisschen dreckig ist, dann macht sich ein Dieb auch nicht gern die Finger dreckig und klaut eher das saubere Rad daneben. Und wer all die Tipps beachtet, behält sein Rad wahrscheinlich lange für sich. Letzte Nacht sind einige von euch bestimmt wach geblieben und haben in den Himmel gestarrt, denn es war Sternschnuppennacht. Ich hab's ehrlich gesagt leider verpennt. Meine Wünsche müssen also warten. Aber einige Wünsche sind da gestern bestimmt in Erfüllung gegangen. Denn da, wo es keine Wolken gab, konnte man es sich gemütlich machen und etwa 100 Sternschnuppen pro Stunde am Himmel sehen. Und zwar die sogenannten Perseiden. Die sieht man immer um diese Jahreszeit. Ist ja eigentlich nur Kometenstaub, der da verglüht, sieht aber einfach wunderschön aus. Auch ohne gesichtete Sternschnuppe wünsche ich mir jetzt, dass ihr morgen wieder Logo einschaltet. Ich würde mich freuen. Also bis dann, ihr Lieben. Am Dienstag ist es im Süden oft freundlich und trocken. Im Rest des Landes gibt es mehr Wolken mit Schauern. An der Ostsee auch kurze Gewitter. Es wird windig bei Temperaturen bis höchstens 27 Grad. Sag mal, Heinz, hast du dir bei den Sternschnuppen eigentlich auch was gewünscht? Ach was, Sterne sind mir Schnuppe. We ain't really never had no old money.
We got a whole lot of new money though. Hey! Raindrop, drip, drop top, smoking on cooking the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock.